herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Dinotal und es sind mit dabei Anne Winterdotter, Antonia Silent Lord und ich sehe es gerade nicht. Moment. Lucia Fischgarten. So, wir reiten jetzt los. Mal gucken, was der Nick uns jetzt wieder erzählt. Ich hoffe, es kommen alle mit. Sieht gut aus. Gut. Ja, Moonshadow Level 15 zu bekommen, hat ja gestern nicht so gut funktioniert. Aber in den nächsten Folgen wird das, denke ich, klappen. Hoffentlich. Okay, jetzt ist der gerade runtergefahren. Müssen wir den benutzen hier. So. Ja, ich hoffe, dass ich das in den nächsten Folgen hinbekomme, dass ich nochmal irgendwie mehr Quests außerhalb vom Dinotal bekomme. Weil im Moment ist da so ein bisschen Flaute. Ist ziemlich blöd. Ich habe nur noch ein paar... Ja, ich habe bei Jasper noch was, bei Eva, Björn. Ja, und viel mehr habe ich auch eigentlich gar nicht. Gucken wir mal, was wir dann noch machen. Dann können wir am Ende ja mal vielleicht irgendwie noch ein Rennen machen oder sowas. Wenn das nicht schlimm ist für euch. Ich weiß ja nicht, ob euch sowas interessiert. Ja, dass wir ihn langsam mal ausleveln, weil ich habe ihn ja jetzt schon ziemlich lange. Ich weiß nicht, wie lange habe ich ihn denn schon? Also, ich will jetzt nicht lügen, aber einen Monat habe ich ihn bestimmt schon. Ich hoffe, dass ich auch bald das Kaufvideo von North Queen noch bringen kann. Das hatte ich ja aufgenommen. Nur dadurch, dass ich das bei meinen Eltern aufgenommen habe, konnte ich das erstmal nicht auf mein Handy ziehen. Und ja, ich habe es jetzt hoffentlich geschafft. Ich hoffe, es funktioniert. Also auf dem Handy kann ich es abspielen. Und deswegen hoffe ich auch, dass ich das euch bald zeigen kann. So, Nick. Ich mache mal die Musik etwas leiser. Ist zwar wunderschöne Musik, aber das geht so nicht. Was denn? Was habe ich? So. Was machen wir dann? Verlorene Abenteuerausrüstung? Machen wir das erstmal. Um den Heißluftballon zum Steigen zu bringen, versuchte ich, wie gesagt, eine Menge schwere Ausrüstung abzuwerfen. Den liegt nun hier in der Gegend verstreut, vermutlich vom Schnee bedeckt, der hier unaufhörtlich fällt. Kannst du und dein starkes Pferd mir helfen, meine Ausrüstung zu finden und sie mir hierher zu bringen? Ich schaffe nicht alles zu tragen und bin außerdem zu verfroren, um mich zu bewegen. Ja, das ist schon echt Kühle hier. Genau so sieht's aus, Anne. Dankeschön. So. Die glitzernden Stellen. Ich hoffe, da liegt auch überall was. Ja, okay. Gut, dann ist das ja kein Problem. 5 Stück insgesamt. Gut. Das sollten wir, denke ich, mal ganz gut hinbekommen. Ich hoffe... Kann ich nicht... Achso. Ich hoffe, dass bald mal neue Pferde rauskommen. Weil ich halte meine Starcoins im Moment total zusammen. In der Hoffnung, dass nochmal andere Pferde außer die Welsh Ponys rauskommen, weil ich sehe das irgendwie nicht ein, so viel Starcoins auszugeben wie für ein richtiges Pferd und was dann nur ja, halb so schnell ist. Ich weiß nicht, ich finde die zwar schön, die sehen echt süß aus, aber das ist mir einfach zu teuer, das sehe ich irgendwo nicht ein, weil ein ganz normales Pferd kostet genauso viel und es ist schneller. Sieh mal, meine geliebte alte Abenteuerausrüstung ist wieder da. Danke. Bitteschön. So, ich habe auch eine Menge Sandsäcke abgeworfen, die ich als Ballast hatte, als ich den Ballon zum Steigen bringen wollte. Es ist gut, sie zu haben. Suche diese bitte auch für mich.
Sei so gut. Brrr. Ja, der hat ja auch hier nicht viel an, ne? Also, naja, gut. Wer kann denn ahnen, dass er über die Nothallen hier halb abstürzt? Kannst du ja auch vorher nicht wissen. Oh, diese Musik ist so schön. So episch irgendwie. Ja, das ist richtig schön. Also auf Südhof ist ja die Musik auch richtig toll, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie im Dinotal auch so schön ist. Oh, davon 8, okay. Wow. Okay, ich glaube da eher nicht. Suchen mich jetzt alle hier. Ich hoffe, ihr seid noch alle da. Nee, nicht alle. Okay. Wo sind die anderen? Da hinten? Da. Da. Oh, jetzt hat die schöne Musik aufgehört. So, ich hoffe nicht, dass ihr mich jetzt alle verloren habt. Sieht nämlich ganz danach aus. Aber die Anne ist noch da. Was schwebt denn da für ein... Also, ihr Weg ist ja schon echt mystisch, ne? Danke. Ja, bitte. Unter meiner Abenteuerausrüstung, die du wiedergefunden hast, befindet sich unter anderem mein Abenteurerzelt, das ich auf all meinen Expeditionen und Abenteuern dabei habe. Sei so gut und stelle es auf, dann haben wir einen sicheren Platz, wo wir Schutz finden. Bis jetzt habe ich hier auf Tannenzweigen geschlafen und glaub mir, wenn ich sage, dass es sehr, sehr kalt war. Ich friere viel zu viel, um das Zelt selbst zu errichten. Kannst du mir helfen? Es ist ein ziemlich komplexes Zelt, aber ich bin sicher, du schaffst es. Ah, du bist ja sehr, sehr positiv eingestellt. So, Zelt. Bauen. Ja, komplex ist was anderes, ne? Komplex wäre was für mich mit diesen 50 Schlafplätzen da. So, ja, das Zelt ist errichtet. Nun kann man nachts wenigstens wieder ein Auge zumachen. Das stimmt. Es ist so kalt, grau und dunkel hier. Kannst du mir helfen, eine Schneelaterne zu bauen, um die Kerzen, die ich habe, vor dem Ausblasen zu schützen? Baue sie hier vor mir, dann kann ich mir die Hände wärmen. Und bekomme etwas Licht in meinem grauen Alltag. Meine Hände zittern zu viel, dass ich sie selbst, dass, als ich sie selbst bauen könnte. Gut, das kann man natürlich auch noch machen. Finde Schneeball. Viele? Ich habe keine Ahnung. Packen wir einfach mal welche hin. Vielleicht erklärt sich das dann schon von alleine. Oh, das geht ja fix. Zack. Ja, okay. Das war's noch nicht. Wer hat aufgenommen? Das lese ich gleich. Oh, Leute, es wird knapp. Schneller. Ah, okay. Gut. Dann machen wir das so. Das ist richtige Akkordarbeit hier. Noch mehr? Mach keinen Witz hier. Schau, wie schön. Das wird die Kerzen vor dem Ausblasen schützen. Nun muss sie nur noch angezündet werden. Ja. Nun nimm nun mein Feuerzeug hier und zünde die Kerze an, die in der Schneelaterne steht. Dann bekomme ich etwas Wärme und höre endlich zu zittern auf. Ja. Hups.
So, dann geben wir das noch ab und dann ist auch schon wieder rum. Danke, Aria. Ich kann bereits fühlen, wie sich die Wärme in meinem Körper ausbreitet und meine Knochen warm werden. Das schlimmste Frostschütteln hat aufgehört. Das ist doch schön. So, Leute. Dann war's das auch. Wir haben ja einiges geschafft. So. Aber ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.